ist unsere Welt. Und es ist die beste, die es jemals gab. Heute ist der 94. Tee des Jahres 2050. Anwesend sind der Time-Management-Pädagoge Dr. Zimmer sowie der Schüler Julius Hermann. Anlass der Befragung, Julius Hermann blieb dem Lern- und Unterhaltungsprogramm unentschuldigt fern. Seine Eltern sind bereits verständigt. Ich wollte nur Lilly treffen. Das Time-Management hat mein Lernprogramm total verändert. Ich darf die nicht mehr sehen. Das können die doch nicht machen. Doch, die haben sogar gedroht, mich ganz rauszuschmeißen. Niemand hat was dagegen, dass ihr euch trefft. In eurer Freizeit. Wie denn? Lilly und ich haben total verschiedene Stundenpläne. Weil ihr unterschiedliche Interessen und Fähigkeiten habt. Das kann euer Time-Management nicht optimal kombinieren. Time-Management? Das ist es ja. Alles durchgeplant bis auf die Sekunde. Früher gab es noch einen Tag, der war frei. Da war gar nichts geplant. Du redest vom Sonntag? Genau. Am Sonntag war frei. Aber das ist doch Geschichte. Irgendwo auf der Welt gibt es noch einen Sonntag, einen Tag frei. Wie soll denn das gehen? Du bist ja selbst im Wirtschaftslehrekurs. Kannst du dir vorstellen, welche verheerenden Folgen das für die Weltwirtschaft hätte? Ab und zu ein freier Tag, so wie früher, das wäre schon was. Wie früher? Ja, früher, da gab es einen Tag, da war es sogar verboten zu arbeiten. Ja. Doch, dieser Tag hieß Sonntag. Das hat uns der Geschichtslehrer erzählt. Klingt abgefahren. Ja, mein Opa ist Christ, verstehst du? Nein, nicht direkt. Die Christen haben den Sonntag als freien Tag für alle quasi erfunden. Du meinst, als Christ darf man sogar heute noch einen Tag frei machen? Da bin ich mir eigentlich fast sicher. Ja. Warum wurde der Sonntag abgeschafft, wenn die Mehrheit das gar nicht wollte? Einige Menschen fühlten sich in ihrer Freiheit bedroht, wenn sie am Sonntag nicht arbeiten durften. War das denn verboten, am Sonntag zu arbeiten? Klar. Alle sollten einen Tag in der Woche frei haben, an dem sie tun und lassen konnten, was sie wollten. Ihr Sohn ist Christ geworden, wussten Sie davon? Soviel ich weiß, ist das kein Verbrechen. Keineswegs. Aber einen Vertreter der Schule zu belügen, schon. Hallo, ihr zwei. Es ist nicht okay, von euch einfach abzuhauen und euer Time-Management zu ignorieren. Es war doch Lilly, die dich dazu angestiftet hat, ne? Wenn das so ist, dann kann ich heute noch ein Auge zudrücken, aber nur dann.